meine Uni tun. Da bin ich gerade dran, meine Bachelorarbeit Okay. vorzutragen. Und wenn ich das dann hinter mir habe, kann ich auch wieder vernünftig trainieren und dann auch vernünftig in die Reha einsteigen, weil das ist jetzt auch so eine Sache. Ich gehe zwar zu Physios, wird noch sehr viel Lymphdrainage gemacht, aber mehr kann und darf ich momentan nicht machen. Ich darf passiv, wenn ich die Schiene abmache, mein Knie bis zu 30 Grad beugen. Und jetzt ab diese Woche Donnerstag, also 2 Wochen nach der OP, darf ich dann 60 und dann nochmal 2 Wochen Okay. später 90 und dann darf ich sozusagen in die Vollbeugung und Streckung gehen. Bis dahin muss ich mich halt ein bisschen gedulden und auch was Kraft und Stabi und sowas angeht. Aber da haben Sie, glaube ich, auch hier eine super Betreuung dann auch. Ja, ich bin ja hier bei den Physios, dann bin ich auch bei der Reha am Stadion. Der Paul Gerst, ein sehr guter Freund von mir, der betreut mich jetzt schon seit 8 Jahren. Ich hatte damals auch einen Bänderriss an beiden Füßen und habe eine Woche später wieder Wettkämpfe geturnt. Und auch nach meiner ersten Knie-OP dieses Jahr habe ich ja unerwartet, keine 3 Wochen nach der OP, schon wieder alle 6 Geräte geturnt. Was auch, wie gesagt, niemand erwartet hatte. Ich wollte eigentlich 10 Tage später einen Wettkampf turnen, aber das wurde mir nicht erlaubt. Ich hätte es aber geschafft. Also das heißt, hier wirklich auch erfolgreich zu sein, heißt auch, dass man verletzungsfrei bleibt, wie der Japaner, glaube ich, ne? Richtig. Der Mehrkampf-Olympiasieger hier, der jetzt, glaube ich, schon, das wird ja schon gefeiert. 18 Mal in Folge, genau. Genau, aber schon 3, 4 Jahre, weil er verletzungsfrei ist. Das Ja. ist ja eine Es ist halt, Auszeichnung, die ein bisschen, ja, da läuft es ein bisschen kalt den Rücken runter. bei denen ist es halt ein bisschen unterschiedlich. Die haben halt nicht die Probleme, die wir hier haben. Wir haben erstmal finanziell nicht so gut ausgesorgt wie die Japaner beispielsweise. Da stehen die Vereine, also da praktisch die Vereine, für die turnen, bei den Meisterschaften, sind deren Arbeitgeber. Sind so Industriekonzerne teilweise. Genau. Und damit können die dann halt, müssen die sich auf nichts anderes konzentrieren. Bei uns ist es so, wir haben die Bundesliga, da sind 7 Wettkämpfe, die wir turnen müssen, um dort halt, naja, ein bisschen finanziell Okay. was zur Seite zu packen. Und das ist ja noch meilenweit weg von einem Dritt- oder Viertligisten-Fußballer, was wir dort verdienen. Und somit ist das halt bei uns so, dass wir so viele Wettkämpfe im Jahr tun. Und die Verletzungsgefahr natürlich, wenn man sich auf jeden einzelnen Wettkampf vorbereiten Okay. muss. Die Pausen, die werden immer kürzer. Also ich hatte, glaube ich, seit der WM letzten Jahres, im Oktober bis jetzt zu den Spielen, hatte ich, glaube ich, eine Woche Pause. Und das ist dann klar, dass der Körper dann, also gut, das ist jetzt nicht unbedingt die Ursache davon oder ja, das Ergebnis davon, aber es kommen halt so Beschwerden, die sich dann über die Jahre halt anhäufen und die sich halt auch nicht mehr so leicht dann behandeln lassen. Naja, insbesondere wenn natürlich Belastung auch so extrem ist. Richtig. Bei diesen Sprüngen, ich meine, das ist ja auch durch diesen Boden, glaube ich, hat sich das ja auch verändert. Genau. Das konnte man ja damals alles gar nicht tun, aber jetzt ist es immer der Drang nach mehr, noch eine Genau. Schraube und noch ein Salto. Also, das ist ja im Grunde genommen eine völlig ungesunde Entwicklung. Aber unabhängig davon höre ich so ein bisschen raus, Herr Tober, es ist auch hier eine Frage dann wieder wie geht Deutschland um mit der Frage der Spitzensportfinanzierung? Genau. Das ist halt, es fängt ja Die Briten schon. hatten die Olympiade, die hatten eine eigene Lotterie. Tokio natürlich jetzt die Japaner auch im Hinblick auf Olympiade in 4 Jahren, glaube ich, jetzt, wenn die auch alles dran setzen, dann ist es schon relativ Auf erfolgreich. jeden Fall. Dann wird die Schere immer größer, wenn es uns hier nicht gelingt, das auch tatsächlich auf eine vernünftige finanzielle Basis zu stellen. Ja, das ist nämlich das Problem, das fängt ja bei uns schon Aber Sie mit. machen weiter, oder? Ja. Ja? Das ist so, war ganz, ganz klar, auch in Rio klar, da haben Sie noch ein bisschen gezweifelt am Nee, Ende. nee, für mich war auf jeden Fall klar, dass ich weitermache. Ich wollte eigentlich nächstes Jahr, da meine Familie ursprünglich aus Rumänien kommt, wollte ich eigentlich die EM in Rumänien turnen, weil meine Oma beispielsweise mich noch nie hat live turnen sehen. Okay. Gut, zumal ich es sowieso nicht so mag, wenn meine Familie bei Wettkämpfen dabei ist, aber es wäre halt was Schönes gewesen, in der Heimat meiner Eltern oder ja, wo sie ursprünglich herkommen, zu turnen und dann die ganzen Verwandten mal zu sehen und so. Das wäre schon cool gewesen, aber leider ist es nicht so. Also egal was ich mache, ich denke nicht, dass ich bis zu EM fit werde. Zumindest auf gar keinen Fall auf 6 Geräten. Vielleicht ein oder zwei Geräte, aber die Frage ist, ob ich es damit Ja. schaffe, mich in die Mannschaft zu tun. Das ist dann immer auch irgendwo immer noch Wettbewerb. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt so den Sonderstatus habe. Ich muss halt mit Leistung glänzen. Und wie gesagt, das sind bis dahin Ja, keine. zumindest ist ja einer abgetreten, Fabian Hambüchen. Genau. Er ist Naja. ein Plätzchen frei gewährt. Er hat jetzt das direkt nach Hause geliefert bekommen. Genau. Also da kann er ja schon, das ist schön zu Hause. Das haben wir bis Die gestern. Dingerfell getont, aber. Genau. Das haben wir bis gestern auch gedacht. Und gestern hat er auf einmal auf der Veranstaltung gesagt, also irgendwie klang das nicht mehr ganz so nach Blut bei, was er dort von sich gegeben hat. Deswegen bin ich auch mal gespannt, aber ich
ich denke mal nicht, dass er international weiter tun wird. Vielleicht mal den einen oder anderen Weltcup, wenn es noch ist, aber EM, WM, ich denke. Also ich habe im Interview auch gesehen, er hat gesagt, das größte Problem ist natürlich dann auch als Leistungssportler wieder zurückzuturnen. Also er kann auch gar nichts, ich sag mal von heute auf morgen gar nichts machen, das geht wohl auch gar nicht, kann man als Leistungssportler auch nicht, sondern man muss irgendwie immer so nach und nach ein bisschen Leistung, ein bisschen Training rauslegen. Also so ganz nichts mehr machen und dann nur noch ein bisschen nur noch joggen, das geht wohl nicht, wenn der Körper so durchtrainiert ist. Und ja, ich sag mal, Turnen selber ist, finde ich völlig faszinierend. Auch wenn man so die Körperspannung mal sich anschaut und auch die Oberkörperspannung, die man so hat oder die man eben noch nie hatte im Leben, kann man schon ein bisschen neidisch werden. Ja. Meine Frau wird das zumindest ein bisschen, aber gut, das ist trainieren. Richtig, das ist leider, wir sind damit aufgewachsen, das ist halt eine sehr trainingsintensive Sportart. Und aber wenn Sie jetzt eine Familie gründen und da kommen auch Kinder, dann geht es aber auch, wie Sie das damals ja auch gemacht haben, bei Ihrem Vater dann auch eine Turnhalle? Oder würden Sie heute eher bei den Bedingungen eher sagen, sieh mal zu, dass du mittelmäßiger Fußballer wirst? Oder? Also wenn, dann wäre mein Anspruch schon noch höher und sagen, nicht kein mittelmäßiger Fußballer, sondern ordentlicher Fußballer. Aber ich denke, das Problem ist einfach, dass ich aus dem Milieu einfach nicht komme und mich einfach nur im Turnbereich, was Sport angeht, ausgehen und vielleicht, ja, gut, Leichtathletik, Judo, das liegt hier alles bei uns in der Halle, in der Nähe zumindest. Und dass man da noch seine Kontakte oder so, sag ich mal, das gewisse Know-how noch dazu hat. Aber ansonsten zum Fußball, da fehlt mir halt irgendwo die Bindung. Und deswegen denke ich mal, momentan würde ich sagen, ich würde den Kleinen erstmal auf jeden Fall zum Turnen schicken. Ob er es Leistungssport werden muss, ist eine andere Frage, aber erstmal müssen wir sowieso sehen, ob es ein Junge oder ein Mädchen ja, ist, und wann und wie und so. Aber normalerweise denke ich mal, es ist von Vorteil für jeden kleinen Jungen und für jedes kleine Mädchen, dass es zumindest so ein, zwei Grundlagen von den turnerischen Übungen hat. Es hilft halt auch im Alltag. Ich sehe es immer wieder, dass Menschen stürzen und nicht wissen, wie sie vernünftig fallen und sich dann Ellenbogen durchhauen, das Handgelenk irgendwie verstauchen oder zum Teil auch irgendwie wirklich Elle und Speiche brechen, nur weil sie halt wirklich dann so hinfallen, statt sich irgendwie abzurollen. Ja, wo man, sag mal so. Klar, dann hat man halt einen kleinen blauen Fleck oder so. Hat die Biles, diese Ausnahmeturnerin, hat die auch jetzt mal eine 10-0 geturnt? Ich habe vor kurzem eine Reportage gesehen, die ich bei der Arte über diese rumänische Comaneci, die hatte doch in Montreal, genau. Da kam die 10, oder? Genau, aber das gibt es ja, das gibt's bei gibt's uns nicht ja mehr? Nicht mehr. Nee, okay. Die Wertungen haben sich verändert. Die einzige Möglichkeit, eine 10-0 zu bekommen, ist nur in der Ausführung. Und dass da die Kampfrichter aber jetzt mittlerweile wirklich so geschärft wurden, jeden kleinen Fehler zu sehen, kommt man einfach nicht mehr auf eine 10-0. Also dann auf diese perfekte 10-0 und sowieso, da kommt dann halt noch der Schwierigkeitsgrad dazu. Deswegen kommt man nicht auf 10-0, man kommt immer drüber. Mhm. Okay. Also wenn man eine 10-0 turnt, dann hat man sehr, sehr viel verturnt. Ach so. Ja, weil da kommt, wie gesagt, man hat praktisch den Ausgangswert, den Schwierigkeitsgrad. Das liegt im Bereich von 14 bis 17, 18. Okay. Von 4 bis 8. Mhm. Und der wird dann auf diese 10-0 drauf gerechnet. Mhm. Also wenn man die Schwierigkeit kriegt dann, und den Start von 10-0, von da wird dann runtergerechnet sozusagen. Deswegen, dann bleibt diese 10-0 für immer bestehen. Genau, das ist halt der Sinn oder der Gedanke dahinter gewesen. Wie haben Sie in Rio wahrgenommen? Ich meine, es gibt ja durchaus unterschiedliche Stimmen, was Athletenbetreuung, Olympisches Dorf etc. angeht. Wie haben Sie es als Sportler wahrgenommen? Also zum einen war ich halt ein bisschen enttäuscht, weil ich war ja in London dabei und es war ja super organisiert in London. Ich war völlig überwältigt. Und als wir in Rio angekommen sind, gut, das sind halt auch meine zweiten Spiele gewesen, die Erwartungshaltung wegen London war schon halt sehr hoch. Und dann bin ich dort angekommen, war ein bisschen enttäuscht, das Essen war grauenhaft, das war richtig schlimm und das hat auch jeder Sportler dort gesagt. Gut, die Zimmer, die Wohnungen waren soweit okay, aber an sich war es sehr chaotisch dort. Es sind Spiele, natürlich ist es immer was Besonderes und die ganzen Sportler zu sehen und auch von der Struktur her auch alles nicht schlecht, aber es hat halt dann wirklich so ein bisschen die Ausführung, sag ich mal, an der hat es ein bisschen gehapert. Weiß nicht wieso und warum, aber
Es war halt das Problem, die Wettkampfstätten waren super, die Trainingshallen waren super. Es hat, also was das angeht, kann man sich wirklich nicht beschweren. Das war alles okay, aber da waren so ein paar Sachen noch mit der Olympic Lane und naja, das hat alles so ein bisschen Anlauf, ein bisschen Anlauf gebraucht, bis es alles funktioniert hat. Ja, du warst auch schon fast wieder vorbei. Ja, für mich ja dann in dem Sinne ja leider schon. Es ging ja schon. Ah, es geht aber weiter. Ja. Wir werden Sie ganz aufmerksam beobachten, natürlich auch finanziell unterstützen, das ist ja keine Frage. Und was sind dann so die nächsten Wettkämpfe in 2 Jahren? Weltmeisterschaft oder was ist das? Wir haben jedes Jahr eine EM und eine WM. Das ist auch eine unglaubliche Belastung. Das meine ich ja. Wir haben sehr viele Wettkämpfe. Die Asiaten schicken dann meist zur EM oder zu den Asien Games oder zu den Asienmeisterschaften, schicken die dann sozusagen immer die zweite Garde, die immer noch besser ist als sämtliche erste Garde in Europa. Ja. Und beispielsweise würde dann Uchimura halt nur die WM turnen. Klar, wenn es mal wichtig ist, dass wie halt hier die Eurogames letztes Jahr waren, so dort dann die Asien Games sind, dann lässt er sich dort auch blicken. Und wahrscheinlich alles wieder in Grund und Boden. Jetzt ist Japan sicherlich ein Megastar, oder? Ja. Ja, 8-mal hintereinander Mehrkampf zu gewinnen, das ist Weltklasse. Und der turnt auch einfach in einer anderen Liga, weil selbst die Übung, die er jetzt turnt, das ist ja immer noch für ihn in Anführungsstrichen Sparflamme. Der kann ja wirklich noch viel schwerer turnen, aber er turnt es nicht, weil er dann die Ausführung halt darunter leidet. Der würde zwar mehr Punkte kriegen, aber er will halt das, was er turnt, perfekt turnen. Und, aber der hatte auch nur 2 Beine und 2 Arme. Was hat der denn so? Es gibt halt so Ausnahmetalente. Okay. Sind sie da auch ein, sonst wären sie ja nicht so an der Spitze. Aber das ist nochmal so, bei mir ist das ein bisschen anders. Ich bin halt bewegungstechnisch nicht so ein Ausnahmetalent. Was ich mir halt im Vergleich zu anderen, meinen Problemen oder meine Arbeit ist, dass ich halt sehr viel mehr trainiere als alle anderen. Also wenn jemand 2, 3 Versuche braucht, um einen Teil zu lernen, dann ist er ja froh. Dahingehend dauert es bei mir 20, 30 Versuche, bis ich das Teil lerne. Und dementsprechend habe ich es dann halt auch so oft wiederholt, dass es dann auch irgendwo stabiler wird. Und das ist halt mein Talent in Anführungsstrichen, dass ich halt wirklich bis zum überm Ermüden hinaus noch arbeite. Und bis zum Schluss halt auch kämpfe, wie man es jetzt halt auch gesehen hat. Weil das bin halt wirklich ich. Ich habe nie aufgegeben, selbst wenn ich mich mal verletzt habe oder so. Also es gab schon andere Verletzungen auch noch. Wie gesagt, ich habe mir damals die Bänder gerissen am Boden. Auch erste Reihe war das damals bei der Quali für eine EM. Da war ich auch sehr gut unterwegs, war ich noch 20. Dann waren die Bänder weg und ich konnte kaum noch stehen auf den Füßen, bin aber auch ans Pferd gegangen. Und eine Woche später habe ich dann Weltcup in Cottbus geturnt. Also es ist halt eine harte Sportart. Viele würden das wahrscheinlich nicht so machen. Ich bin das gewohnt, weil ich hart trainiere und halt über meine Schmerzensgrenze auch hinausgehe und hinausgehen muss, weil ansonsten wäre ich jetzt nicht hier, wo ich bin. Und das ist halt mein Talent. Das andere muss ich mir halt alles leider mühsam erarbeiten, was andere halt wirklich in die Wiege gelegt bekommen haben. Jetzt werden Sie immer wieder schön gesund. Genau. Sind ja hier gut aufbewahrt. Schon mal die Fahrerin, also hatte mal Vorteile. Ja, oder? Genau. Ja, zum Glück, das ist wirklich so. Wir sagen herzlichen Dank. Ich habe auch zu danken. Hallo. Hallo. Dann alles Gute. Vielen Dank. Wir bleiben in Verbindung. Ja? Super.